Neue Fernseher werden keine 4 HDMI 2.1 Anschlüsse bekommen. Im Jahr 2023 sollte man meinen, dass Fernseher mit HDMI Anschlüssen alle den Standard HDMI 2.1 haben. Es kam allerdings heraus, dass dies leider nicht der Fall ist. Deswegen müsst ihr aktuell sehr aufpassen, wenn ihr euch einen neuen TV zulegen wollt. Ich setze jetzt HDMI 2.1 erstmal in Anführungsstriche, denn HDMI 2.1 ist nicht wirklich das, was wir im Sprachgebrauch darunter verstehen. Aber dazu komme ich noch. Dass ein neuer Fernseher 4 HDMI-Anschlüsse hat, ist inzwischen eigentlich fast Standard. Und man müsste auch meinen, dass alle diese 4 Anschlüsse auch HDMI 2.1 besitzen. Und das Bizarre ist, sie haben HDMI 2.1, allerdings ohne HDMI 2.1 zu haben. What? Jetzt denkt ihr euch sicher, spinnt die Alte jetzt oder was ist da los? Kann ich verstehen, aber lasst es mich erklären. Der MediaTek Pentonic. Der Auslöser ist dieser neue Chip hier, der MediaTek Pentonic. Dieser wird in die meisten Smart-TVs eingebaut und wird von Herstellern beworben mit Flagship 4K120 SoC, also ein System auf einem Chip. Sprich, der Chip ist die gesamte Schaltzentrale des Fernsehers. Viele Hersteller wie Sony, Philips und Panasonic und auch Samsung bei einigen Modellen setzen bereits auf diesen Chip-Hersteller. Als dieser neue MediaTek-Chip angekündigt wurde, galt er als besonders geeignet für Gamer. Bisher konnten Fernseher nur 2 Ports für den neuesten HDMI-Standard anbieten. Aber jetzt sollte der MediaTek Pentonic 1000 4 Ports mit diesem Standard unterstützen. Dies würde dann bedeuten, dass man jetzt mehrere Geräte anschließen kann, ohne sie ständig umstecken zu müssen. Und so wurde dieser auf der Webseite auch beworben. Und jetzt kommen wir zum Problem. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dieser Chip über maximal 2 HDMI-Ports 4K120 übertragen kann und nicht auf allen 4 Ports. Über die beiden anderen Ports kann der Chip maximal 120 Hz bei 1080p übertragen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie kann das denn sein? Der Chip wurde doch explizit mit 4x HDMI 2.1 beworben und das auf der Herstellerseite. Einerseits muss man jetzt aufstehen und sagen, wie kann das bitte sein? Das ist doch Betrug am Kunden. Aber andererseits muss man genauso sagen, naja, der Chiphersteller hat hier nichts falsch gemacht. What? Aber warum? Das liegt einfach daran, dass wir im täglichen Sprachgebrauch HDMI 2.1 falsch verwenden. Wenn wir von HDMI 2.1 sprechen, meinen wir einen Anschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde, der dadurch fähig ist, 4K bei 120 Hertz und weitere Features wie VRR oder ALLM zu übermitteln. Wir verstehen das als einen aktuellen Standard, der ein Upgrade zum alten HDMI 2.0 Standard ist. Das ist aber leider so nicht richtig und das ist auch nicht das, was das HDMI-Konsortium darunter versteht. Was ist das HDMI-Konsortium? Der HDMI-Standard wird vom HDMI-Lizenzkonsortium verwaltet. Das HDMI-Lizenzkonsortium ist eine Organisation, die den High Definition Multimedia Interface, also HDMI, Standard verwaltet und Lizenzen für diese Verwendung dieses Standards vergibt. Es besteht aus führenden Unternehmen aus der Elektronikbranche. Das heißt, diese Organisation vergibt Lizenzen und diese Kosten für den Hersteller, die ihr als Produkt HDMI-lizenziert bewerben wollen, richtig viel Geld. Das Konsortium hat also ein hohes Interesse daran, möglichst viele dieser Lizenzen zu verkaufen. Und das können sie nicht, wenn es kaum Hersteller gibt, die diese Standards erfüllen. Die Theorie zu HDMI 2.0 und HDMI 2.1. HDMI 2.0 und HDMI 2.1 sind beide Übertragungsstandards für Audio- und Videodaten. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden besteht jedoch in der Übertragungsgeschwindigkeit und der Unterstützung für höhere Auflösungen und Bildraten. HDMI 2.0 kann eine Übertragungsrate von bis zu 18 Gigabit pro Sekunde und eine Auflösung von 4K bei 60 Hertz unterstützen. HDMI 2.1 hingegen sollte eine Übertragungsrate von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde übertragen und eine höhere Auflösung von 8K bei 60 Hertz sowie 4K bei 120 Hertz
40 Hertz ermöglichen. Außerdem sollte es zusätzlich Funktionen wie Variable Refresh Rate, also VRR, und Auto Low Latency Mode, ALLM, unterstützen, die ein verbessertes Gaming-Erlebnis bieten. Zusammenfassend bietet HDMI 2.1 eine höhere Übertragungsrate, höhere Auflösungen und Bildraten und mehr Funktionen im Vergleich zu HDMI 2.0. So mal die Theorie. Die große HDMI 2.1-Lüge. Das HDMI-Konsortium hat 2022 beschlossen, dass diese Features nicht mehr Pflicht sind, um eine HDMI 2.1-Lizenz zu vergeben. Heißt, diese sind optional. Also wird eine HDMI-Lizenz dann auch vergeben, wenn ein TV nicht VRR, ALLM oder 4K fähig ist. Yes. Folgendes hat das HDMI-Konsortium letztes Jahr gegenüber TFT Central direkt bestätigt. HDMI 2.0 existiert nicht mehr und Geräte sollten keine Konformität mit V2.0 beanspruchen, da nicht mehr darauf verwiesen wird. Die Funktionen von HDMI 2.0 sind jetzt in 2.1 eingeschlossen. Alle neuen Funktionen von HDMI 2.1 sind optional. Dazu gehören die höheren Bandbreiten 120 Hz, VRR, ALLM und alles andere. Das heißt, Version 2.1 ist keine Garantie, dass alles auch mit an Bord ist. Wenn ein Gerät die Konformität mit 2.1 beansprucht, müssen Sie auch angeben, welche Funktionen das Gerät unterstützt, damit es keine Verwirrung gibt. Nach eigenen Angaben bedeutet dies also, dass theoretisch alle zukünftigen Geräte mit HDMI 2.0-Anschluss jetzt ganz offiziell als HDMI 2.1 gekennzeichnet werden dürfen bzw. sollten, auch wenn sie am Ende des Tages vielleicht nur die Fähigkeiten der älteren HDMI 2.0-Generation bieten. Da die HDMI 2.0-Zertifizierung jetzt eingestellt wurde, handelt es sich im Grunde um 2.0-Geräte, die sich unter dem Ersatznamen 2.1 verstecken. Sie müssen also keine neuen Features bieten, aber sie sollen trotzdem als 2.1 bezeichnet werden. Heißt also, HDMI 2.0 ist gleich HDMI 2.1. Also ein altes Gerät mit HDMI 2.0-Features hat jetzt automatisch eine HDMI 2.1-Lizenz, ohne dafür etwas zu tun. Und damit schlagen wir jetzt den Bogen zurück zum MediaTek-Chip, der explizit mit 4x HDMI 2.1 beworben wurde, aber nur auf 2 von den 4 HDMI-Anschlüssen 4K 120 übertragen kann. Und mit dieser Info versteht man dann, dass in der Theorie MediaTek mit der Angabe von 4x HDMI 2.1 nichts falsch gemacht hat, denn laut HDMI-Konsortium muss ein HDMI 2.1-Anschluss gar nicht 4K 120 Hz übertragen können, weil das nur optional ist. Trotzdem hat MediaTek inzwischen die Angabe auf der Webseite geändert. Aktuell steht dort nicht mehr 4x HDMI 2.1, sondern nur noch HDMI 2.1. War die Angabe 4x HDMI 2.1 falsch? Nicht wirklich. War es trotzdem irreführend? Ich finde schon, weil einfach die Tatsache, dass seit letztem Jahr für eine HDMI-Lizenz keine Features mehr Pflicht sind, nicht wirklich bekannt ist. Genauer gesagt, die Kenntnis darüber nicht sehr verbreitet ist und man im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn man über einen Anschluss spricht, der Übertragungsraten von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde ermöglicht und eine höhere Auflösung von 8K bei 60 Hertz sowie 4K bei 120 Hertz ermöglicht, einfach HDMI 2.1 schreit. Und das kann der Chip aber nur auf 2 von 4 HDMI-Ports ausgeben. Wie erkenne ich HDMI 2.1 am TV? Basierend auf den Richtlinien von HDMI.org scheint es unvermeidlich, dass wir in Zukunft, zumindest von kleineren Herstellern, mehr Displays mit vermeintlichem HDMI 2.1-Anschlüssen sehen werden. In diesem Fall müsste unser Fazit dann wahrscheinlich lauten, dass man eine HDMI 2.1-Angabe vom Hersteller generell ignorieren sollte. Und auf der Grundlage dieses Begriffs solltet ihr auch keinerlei Annahmen über die Leistung oder Features eines Displays oder Anschlusses treffen. Stattdessen solltet ihr euch nur auf die speziell aufgeführten Features wirklich verlassen. Hoffentlich sind die Hersteller diesbezüglich transparent, aber
Wenn ein Feature nicht direkt in den Spezifikationen aufgeführt ist, könnt ihr trotz HDMI 2.1 Angabe davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich nicht verfügbar ist. Welche TVs haben 4 Ports mit Übertragungsraten von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde? Grundsätzlich braucht ihr ja nicht mehr auf die Kennzeichnung HDMI 2.1 zu achten. Viel wichtiger ist, was der Hersteller an Spezifikationen an den HDMI-Anschlüssen beschreibt. Achtet also darauf, welche Ports wirklich 4K 120 fähig sind. Das seht ihr auch teils direkt an den HDMI-Anschlüssen am Gerät. Aktuelle Fernseher, die genauso 4 Ports mit 4K 120 Hertz besitzen, sind zum Beispiel folgende. Der Samsung S95B und der QN95B. Und von LG die beiden Modelle G2 und C2. Und diese Modelle habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Benötige ich 4 Ports mit HDMI 2.1? Stellt euch die Frage, ob ihr wirklich an allen 4 Ports 4K bei 120 Hertz benötigt. Was ihr dafür dann auf jeden Fall bedenken müsst, ist folgendes. Wollt ihr zum Beispiel eine Surround-Anlage oder eine Soundbar anschließen, dann solltet ihr auf jeden Fall auf den ARC-kompatiblen HDMI-Port achten. Bei manchen Fernsehern, die nur 2 Ports mit 4K 120 haben, könnte einer von diesen beiden Ports der ARC-kompatible Port sein. Das heißt, wenn ihr extern eine Soundanlage anschließt, wird dieser Port dann belegt und somit ist einer der beiden 4K 120 Ports schon weg und euch bleibt dann nur noch ein einziger 4K 120 Port. Habt ihr dann noch eine PS5 und eine Xbox, müsst ihr dann immer umstecken, wenn ihr beide Konsolen mit 4K 120 nutzen wollt. Habt ihr aber nur eine Konsole und keine Surround-Anlage oder Soundbar, dann reichen euch vermutlich auch 2 Ports. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viele Ports ihr aktuell verwendet und wie eure Setups so sind. Und zum Thema TVs für die PS5 gibt es in diesem Video hier weitere Infos, also schaut es euch an, wenn ihr wissen wollt, welche Fernseher am besten auf die PlayStation 5 angepasst sind. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, dann lasst es mich mit einem Like und einem Abo wissen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.